Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und es geht heute weiter mit der Einrichtungsserie vom Haus 262. Und wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann guckt den erstmal an. Und wenn ihr das Haus noch gar nicht gebaut habt, müsst ihr erst das Haus natürlich nachbauen. Und dann kommt hier die Einrichtung dazu. Und heute ist das Erdgeschoss dran. Und da würde ich sagen, steppen wir einfach mal rein und gucken, was uns so erwartet. Hier diesen Außenbereich haben wir in der letzten Folge schon gebaut. Und wenn wir jetzt einmal reingehen, zack, haben wir das Erdgeschoss. Wir haben erstmal hier links eine Garderobe, um Jacken aufzuhängen. Hier ein bisschen Verstauraum, ne? Schuhe ausziehen und so weiter. Ne? Kann man das hier alles hinstellen. Dann haben wir hier eine wie Kommode. Ne? So nennt man die Dinge. Eine Kommode mit einem schönen Telefonbuch oder Notizbuch oder so, was da liegt. Hier eine schöne Treppe, die auch schön verziert wurde. Wenn wir dann hier weiterkommen, dann kommen wir sozusagen ins Herzstück vom Erdgeschoss. Und zwar ist das hier einmal der Essbereich und die Küche, ne, mit einer großen Küchenzeile oder Kücheninsel noch hier in der Mitte, wo man halt dran arbeiten kann. Ja, ne, hier dann die Küche, wie gesagt, und hier hinten nochmal ein großer Fernsehbereich, ne, mit dem riesen Fernseher. Und ich habe versucht, das Ganze hier möglichst clean zu halten. Und ich finde, das ist ganz cool geworden. Und dann haben wir hier auch nochmal so eine kleine Abstellkammer, wo wir ja ein bisschen was verstauen können. So, einmal zumachen. Und ja, das ist so unser Erdgeschoss. Dann würde ich sagen, steppen wir einfach mal rüber zum anderen Haus und fangen an, das Ganze hier nachzubauen. So, wenn wir einmal reingehen, müsste das Ganze bei euch so aussehen. Beziehungsweise, ich bin mir bei einer Sache nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob das hier das nachgebaute Haus ist oder das da hinten. Also wenn bei euch, wenn ihr euch dieses Fenster hier anguckt und bei euch dahinter noch eine Zeile frei ist, dann müsst ihr einmal dieses ganze Glas hier rausreißen und das hier hinten einmal einbauen. Aber nur wenn es bei euch, also dahinter noch Platz ist, ne? Und wenn nicht, dann lasst ihr es einfach so, wie es ist. Ich bin mir gerade wirklich gar nicht sicher. So, und dann muss man hier nochmal die Blöcke austauschen mit Holz. Und diese drei Blöcke rausreißen. So müsste das Ganze nämlich aussehen. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall das Gleiche. Vielleicht war es bei euch schon so wie jetzt, ne? Das kann sein. Ich bin mir da an der Stelle einfach nicht mehr sicher. Okay, so. Was wir dann brauchen, ist einmal graue Wolle. Wir brauchen außerdem Schnee. Bin noch ein bisschen erkältet, sorry. Wir brauchen Teppiche. Und zwar graue Teppiche. So, dann gehen wir einmal. Und ein Gemälde. Und wir fangen an mit dem Gemälde. Das setzen wir hier nämlich an die Wand dran. Erst müssen wir aber unten einen Block abblocken, damit das Gemälde nicht nach unten geht. Und dann setzen wir hier ein Gemälde hin. Dieses große, dass das genau mittig an dieser Wand ist. Dann nehmen wir uns als nächstes einmal graue Wolle, gehen hier hin und setzen hier einen graue Wolleblock hin. Einen davor. Dann nehmen wir Schnee und setzen hier vier Stück hin. Also 1, 2, 3, 4. Und dann kommen hier nochmal zwei graue Blöcke hin. So, dann kommt hier noch eine zweite Schicht Schnee drauf, eine dritte, eine vierte, eine fünfte und eine sechste. Und dann nehmen wir uns graue Teppiche, setzen die hier auf die Wollblöcke drauf, über die Teppiche, über den Schnee und hier einmal rüber, dass wir hier unser Sofa haben. Dann gehen wir hier vorne hin und setzen hier nochmal vier Quarzstufen hin. Und dann haben wir hier, ja, unsere Sitzfläche, ne, für den Fernseher. Als nächstes gehen wir dann einmal in die Ecke hin, reißen den Block raus und den Block und setzen dort unten einmal Grasblöcke rein. Dann nehmen wir uns Bambus und setzen das einmal hier hin und ziehen das bis ganz nach oben. Irgendwie fand ich das ganz cool, so ein bisschen Grünzeug hier zu haben. Und dann habe ich hier und hier nochmal eine Laterne dran gehängt und damit ist unsere Fernsehecke auch schon fertig. Und dann kommen wir hier hin zum Essbereich und dafür nehmen wir uns jetzt einmal wieder Quarzblöcke oder Quarzstufen, sorry, und fangen an,
Hier hinten an der Ecke. Jetzt muss ich gerade gucken. Genau an dieser Stelle, also hier kommt ein Quarz, eine Stufe hin, hier eine hin und hier eine hin. Also dass wir drei Stück haben. Dann lassen wir jeweils einen Block freisetzen, hier und hier und hier nochmal eine Stufe hin. Dann brauchen wir einmal Falltüren, und zwar Fichtenholzfalltüren. Und setzen jeweils jetzt auf der Seite von diesen Quarzstufen eine Falltür hin und klappen die hoch. Und hier auf der Rückseite genauso. Dann haben wir unsere sechs Stühle schon mal. Und als nächstes gehen wir hier hin, eine Falltür, klappen die hoch. Dann kommen wir von der Seite hin, setzen hier Falltüren dran bis hier vorne, setzen hier eine hin und klappen die hoch und haben damit unseren Tisch. Dann in der Mitte vom Tisch kommt oben an der Decke einmal eine Laterne hin und rechts und links davon auch eine, dass das Ganze so aussieht. Und ja, damit passt der Bereich auch erstmal. Dann können wir uns schon mal ein Gemälde nehmen und hier an der Wand will ich in der Mitte ein Gemälde haben. Das heißt, wir müssen erstmal abblocken die Seiten, weil ich so ein Gemälde haben will, was hier hochgeht. Aber nicht das, sondern das hier auf der Seite. So, und auf der anderen Seite machen wir das auch. Da müssen wir erstmal wieder drei Quarzblöcke hinziehen, damit die Wand genauso ist wie auf der Seite. Und dann blocken wir hier an den Seiten mit Rahmen oder mit irgendwas hier einmal das Ganze ab. Und hier kommt dann das grüne Bild dran. So. Und damit haben wir den Essbereich auch fertig. Und den finde ich ganz cool, dass der in so einer Einkerbung mit diesem Glas da hinten ist. Ich finde das irgendwie mega nice. Okay, genau. So, dann als nächstes kommen wir hier zur Küchenzeile. Und da nehmen wir uns jetzt erstmal einen Kessel. Ziehen den hier in die Ecke hin. Dann nehmen wir uns Öfen. Setzen davon zwei Stück hier nebeneinander. Dann nehmen wir Quarzblöcke. Ziehen hier drei Stück aufeinander. Dann kommen auf diese Öfen drauf jeweils. So, wo haben wir sie denn? Diese Grobwegeplatten. Also hier und hier, ne, einmal drauf. Und außerdem kommen dann da drauf nochmal Ambosse. Einmal hier oben und dort oben hin, ne? So, dann brauchen wir eine Quarzstufe nochmal. Die setzen wir hier oben links hin. Und außerdem brauchen wir dann einen Haken. Den Haken setzen den hier hin. Und einmal Wasser hier in den Kessel rein. So, das erstmal. Dann hier an dieser Zeile habe ich einmal Knöpfe genommen. Und zwar Fichtenholzknöpfe und habe davon drei Stück nochmal hier hingesetzt. So, hier an der Wand können wir jetzt übrigens diese drei rausreißen und diese drei auch. Diese vier können wir auch rausreißen. Dann setzen wir hier unten nochmal Quarz hin, damit das zu ist. Und hier oben auch zwei Quarz hin. Dann habe ich Fässer genommen und davon vier Stück hier reingezogen. Und dann nochmal Türen davor gepackt, und zwar Fichtenholztüren. Und dann hat man damit hier unseren Abstellraum, ne, wo man die Sachen lagern kann. Okay, soweit an der Stelle. Und dann kommen wir zur Küchenzeile, die hier vorne hinkommt. Und dafür nehmen wir uns auch erstmal wieder Fässer. So, ich muss mal kurz das richtige Bild nochmal raussuchen. Genau, und hier. Wenn wir jetzt vor diesem Ofen stehen, drehen wir uns um und lassen ein, zwei Blöcke frei und der dritte, also hier kommt ein Fass hin und hier auf der Rückseite kommt genauso auch einmal ein Fass hin. Und dann brauchen wir Quarztreppen und setzen von den Seiten hier zwei umgedrehte Treppen hin und hier auch zwei umgedrehte Treppen hin. Und dann brauchen wir einmal Schilder. Und die setzen wir jetzt hier an den Seiten dran. Also vorne und also in der Seite, vorne, hinten, überall auf jeder Seite kommen einmal komplett Schilder hier drumherum dran. Und dann nehmen wir uns nochmal weiße Teppiche und setzen die hier oben drauf.
So, damit haben wir unsere Küchenarbeitszeile. So, und über der Arbeitszeile kommt hier und hier nochmal eine Laterne hin, dass man da nochmal so ein bisschen Licht hat in dem Bereich, der dann auch in die Küche rüber scheint. Genau, das erstmal. Dann kommen wir als nächstes hier zu diesem Eingangsbereich und zu allem, was da so dazu gehört. Da fangen wir einfach mal an hier mit der Kommode, würde ich sagen. Auf ganz entspannt. Und dafür nehmen wir jetzt erstmal wieder Quarztreppen und setzen davon drei Stück hier umgedreht an die Wand dran. Dann nehmen wir Schilder und setzen wieder an jeder Seite ein Schild erstmal dran. So, dann nehmen wir uns Leuchtrahmen und setzen hier vorne drei Stück dran. Ein Leuchtrahmen hier oben in der Mitte nochmal drauf. Und dann habe ich hier links bzw. rechts habe ich erstmal so einen Creeper-Kopf draufgepackt. Zack. Und hier links ein. Wo ist das denn? Hier. So ein Amethysthaufen. Dieses Ding. Fand ich irgendwie ganz cool. So, außerdem ein Buch mit Feder. Hier reingepackt. Ist schon richtig gedreht. Vielleicht müsstet ihr das bei euch nochmal drehen, dass es hier nach unten zeigt. So, dann haben wir das. Auch ganz cool. Und dann als nächstes hätte ich gesagt, nehmen wir uns erstmal Birkenholzzäune. Und von der Kommode aus lassen wir jetzt eins, zwei Blöcke frei. Und der dritte, also hier, kommen dann einmal Birkenzäune aufeinander, drei Stück. Dahinter nochmal welche. Dahinter nochmal welche. Und dahinter auch nochmal welche. Also, dass wir hier so ein, ja, so eine Absperrung haben. Dann setzen wir hier vorne einmal, wo haben wir sie denn? Treppen. Und zwar Fichtenholztreppen. Setzen wir hier eine hin. Dahinter dann ein Block. Wieder eine Treppe da drauf. Noch ein Block dahinter. Treppe da drauf. Und dann reißen wir hier oben dementsprechend die ganzen Blöcke auch einmal raus. Bis hierhin setzen da noch eine Treppe hin, dass wir hier einmal den Aufstieg haben. Genau. Und hier hinten, sorry, setzen wir auch noch mal Fichtenholzblöcke hin. Okay, gut. Jetzt haben wir das schon mal, die Treppe nach oben. Das ist auch cool. Außerdem machen wir das dann so, dass wir auf der Rückseite einmal den Block rausreißen und den Block und hier unten Leuchtsteine reinsetzen. Wo haben wir sie? Hier. Einmal hier unten einen, einmal hier unten. Und da drauf kommen dann die gleichen Glasblöcke, die wir hier haben. Also braunes Glas, einmal hier und hier für die Beleuchtung von der Treppe. Finde ich auch ganz cool. So, und dann hier auf der Seite, das ist jetzt das Letzte, was wir machen in dieser Etage. Dann nehmen wir uns erstmal Haken, setzen hier und hier einen Haken hin. Dann brauchen wir einmal Fichtenholz-Falltüren. Setzen hier unten eine hin, eine hier drüber. Außerdem eine Laterne hier oben in der Ecke hin. Hier fangen wir dann einmal an. Achso, Truhen, stimmt, die brauchen wir jetzt gerade auch nochmal. Truhen. Setzen hier zwei Stück hin, also eine Doppeltruhe und hier noch eine Doppeltruhe. Hier drauf kommen wieder Falltüren. Hier nochmal zwei Falltüren hin. Und hier dann nochmal zwei Haken hin. Und damit haben wir diese Wand als Garderobe auch abgeschlossen. Und damit steht unsere erste Etage. Also das war's. Das war alles, was in diesen Raum reinkommt. Und ich finde, das ist irgendwie ganz cool geworden. Also ist einiges da. Und es sieht halt wirklich irgendwie auch ganz nice aus. Gut, Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle, ich schnack nicht mehr lange rum, meine Stimme macht das nicht so ganz mit, immer noch nicht leider. Deshalb würde ich sagen, danke nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten, oh, Leute, ich sag's doch, ey. Ja, wünscht mir eine gute Besserung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, meine Freunde. Ciao. Ciao.